Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich in der Liga 5. Achtet nicht auf diese Bilanz, okay? Diese Bilanz heißt nichts. Ich habe so viele Probleme mit der Telekom gehabt. Ich glaube, ich werde ein einzelnes Video über Telekom machen. Denkt euch einfach, 50 Spiele habe ich wegen Telekom verloren, okay? Denkt euch das einfach. Ich zeige euch mal meinen Tisch. Fragt einfach nicht. Und ja, das ist heute in der Weekend League passiert. Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich eine neue Kamera. Gefällt sie euch? Mir gefällt sie auch. Aber eigentlich wäre es besser, wenn die Webcam hier steht. Wir machen das nächste Mal. So, Leute, ich zeige euch mal mein aktuelles Team. Das ist krass, ne? Seid mal ganz ehrlich, das ist krass. Hier oben will ich unbedingt noch einen Ronaldo haben. Wenn ich hier Ronaldo hab, Digga, dann ist Feierabend. Feierabend. Ja, Leute, los geht's. FC Neckbreakers. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist euch mal aufgefallen, dass fast jeder diese Trikots hat? Den nehme ich auseinander. Road to Rage Quit. Zack. Aguero. Aguero, Alter. Ja, Leute, unter meinem letzten Video habe ich gesehen gehabt, dass das vielen nicht gefallen hat, dass ich einfach die Highlights reingeschnitten habe. Und deswegen machen wir das jetzt nicht. Ich hatte so geile Tore in dieser Liga, aber egal. Bah. Das Ding ist einfach, ich spiele 100 Mal besser, wenn ich nicht nebenbei rede und aufnehme. Das ist einfach bei jedem YouTuber so, glaube ich. Ich könnte es auch ganz die Fresse halten, aber das wäre ja langweilig. Und das Ding ist, alle fragen sich, wo bleibt der alte John? Wieso rastet er nicht aus? Digga, ich bin hier so oft ausgerastet, wenn ihr wüsst. Ich habe euch gerade schon meinen Tisch gezeigt, aber manchmal ist die Kamera halt nicht an, ne? Ich bin älter geworden, ich bin reifer geworden und trotzdem bin ich ein Psychopath. Das Ding ist, in der Liga 5 gibt es keinen Grund auszurasten, wisst ihr, was ich meine? Das fängt erst ab der Liga 2 an oder ab der Liga 3. Ja, zu der Weekend League ist ja auch noch kein Video gekommen. Das liegt einfach daran, ich hatte jetzt am Wochenende 18 Siege oder so, Goldliga 3 und 20 Spiele davon waren Disconnects, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich muss das noch auf jeden Fall mit der Telekom klären. Aber keine Sorge, bald kommen auch Weekend League Videos. Nebenbei will ich auch live streamen, aber mit dem PC wird es nichts, Freunde. Mit dem Mac kann man halt blöd streamen, deswegen muss ich mir noch einen Windows-PC kaufen. Boah, der ist drin. Der gut gemacht hat, der gut gemacht, der okay, jetzt wird's ernst. Ich liebe diese Gegner. Die backen sich immer ein Eis, weil sie gegen mich führen. Die meisten von denen sind ja auch Deutsche. Und viele davon kennen mich halt. Wisst ihr, ich meine, die freuen sich halt. Ab jetzt, immer wenn ich beleidige, Freunde, muss ich leider piepen, weil sonst wird keine Werbung geschaltet. Ich verdiene einfach kein Geld. Mit den letzten zwei Videos habe ich einfach kein Geld verdient, weil man da irgendwie und sowas gehört hat. Oh, muss ich jetzt wegpiepen. Aber ihr wisst Bescheid. Digga, nichts funktioniert gerade. Warum ist das so immer, wenn ich aufnehme? Warum? Warum? Ich werde den noch. Macht euch da mal gar keine Sorgen. Abseits sein Vater? Nein, war kein Abseits, jawohl, 1-1. Guck mal, habt ihr gesehen, das Spiel ist einfach am Spacken. Digga, richtig traurig. Ich habe einfach so Glück, der Gegner ist einfach so schlecht. Schon peinlich für mich, das hier aufzunehmen, Alter, ehrlich. Schön, schön, sehr gut. Und jetzt lupfen, lupfen, lupfen. Oh. Der ist durch, der ist durch, der ist durch. Aber Yasin ist im Tor, macht euch gar keine Sorgen. Ich sag's euch, Digga, dieser Torwart ist andere Liga. Sonny. Oh, Miss Kante. Digga, das ist krass. Walla, so ein trauriges Spiel. Das waren einfach so Mülltore, einfach nur Glück, Digga. Das habe ich eigentlich alles gar nicht vorgehabt. Boah, der war gut geschossen. Der war gut geschossen. Aber die drei Punkte gebe ich nicht mehr her. Pussy-Modus, Level 100, Level 100, nach hinten passen. Sollte noch ein Sieg, dann haben wir den Aufstieg. Ach, komm her, Junge, kein Gegner. Ach, niemals. Niemals. Das ist krass. Das ist krass. Okay. Ich habe auch einen Tick, Digga, ich trinke die ganze Zeit Wasser. Abseits sein Vater, ja. Mann, was mache ich ja? Ricardo. Komm. Das ist Aguero, Junge. Aguero. Sergio Kun Aguero, Junge. Das ist halt der Unterschied, wenn man ein Chopper-Team hat. Blender. Er ist einfach Bender, Digga. Wie kann man nur Bender heißen? Wie kann man nur John heißen? Ach ja, stimmt. Ich habe ja gar keine deutschen Zuschauer. Kante. Oh, Mann, ey. Komm. Abseits. Oh, mein Gott, Mann. Niemals. What the f**k, Alter? War kein Foul. Nicht dein Ernst, Digga, nicht dein... Ich f*** dich noch, warte, ich f*** dich noch, du kleiner f***. Ich f***. Wer ist Philipp, Alter? Wer ist Philipp? Nimm den f***. Ball doch, Mann, los! Junge, hör auf zu jubeln, wir verlieren gerade! Er jubelt einfach. Hör auf zu schreiben! Komm, starte einfach, Digga. Starte, Spiel, Spiel.
Nimm deine Zigo-Trikots, Digga. Komm. Digga, bete, dass mein Team jetzt nicht vernünftig funktioniert. Bete. Ich nehme dich jetzt sowas von auseinander. Komm, Junge, Alter. Mein Gott, für was gibt er denn vor? Ja, Junge, du bist doch Profispieler, dass du direkt deine Formation ändern willst, Alter. Was ein Lappen denken alle diesen E-Sportler, Mann. Wenn ich dich nicht zerstöre. Warte ab, Junge. Dich nehme ich richtig auseinander. Dich nehme ich richtig auseinander. Warte ab. Komm, ich will mir das nicht angucken. Brich nicht ab. Wehe, du brichst ab. Wehe, wehe, wehe. Ja. Was ein Lappen, Alter. Komm, Leute, weil ihr es seid, hole ich für euch noch den Titel. Und ich muss ja noch irgendwie auf die 10 Minuten kommen. Den nehme ich auch noch so krass auseinander. Und dann kommt die Liga 4, Leute. Es laggt. Wieso laggt es denn? Wieso laggt es denn, Mann? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal, da bin ich sauer, Digga. Nein, ich dachte, er kommt raus. Hör doch auf zu laggen, Mann. Was machen die, Digga? Lädt der sich nebenbei irgendwas runter? Was ist hier los? Zähl, was du drauf hast, Quarejma. Danke. Rote Karte. Er hatte gerade schon gelb. Jo. Ricardo Qua... Dein Ernst? Ey, einfach eine Spinne krabbelt hier. Eine Spinne! Digga, eine Spinne! Ich hab Spinnenphobie! Ey! Ich muss ihn getöten, ich muss ihn getöten. Weg mit dem mal, weg mit dem mal, weg mit dem mal. Wo ist der? Jetzt hab ich die... Ah! Er ist tot, Leute. Er ist tot. Alles gut, er ist tot. Er ist tot. Das Leben eines Dachbodengängers. Alter. Ich dachte, ich werde gleich zu Spider-Man. Junge, überall Spinnennetz jetzt. Wieso habe ich jetzt Spinnennetz an den Fingern? Du kommst eh nicht durch. Junge, du kommst eh nicht durch. Ich verstehe gar nicht, was du da vorhast. Oh, danke, Gökhan. Aber im Tor ist Yasin, Junge. Yasin. Yasin Abi ist im Tor. Drück doch bitte einfach auf X. Drück einfach auf XX. Guckt er sich das an. Ich hasse solche Menschen. Ja, ich hasse solche Menschen. Locke hat ihn seine Mutter gerufen. Ja, Mama, ich komme sofort. Ich muss kurz meine Runden drehen. Alles gut, Leute. Alles gut. Lass ihn das noch angucken. Jetzt f*** ich deine Mutter. Sein Spiel hat nicht mal mehr Kondition, Digga. Junge, mein Esse, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was denn? Was denn? Junge, ich hab doch den Ball, wieso pfeifst du? Wehe. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Wohin guckt der nach links? Oh, Walla, der hat gar keine Ahnung, Digga. Guck mal, was für ein Glück! Er flankt wie ein kleiner. Ich hasse es wenig gegen Zuschauerspiele, Digga. Die freuen sich immer so ein Keks, Digga. Ehrlich. Deine Latenz. Denkt sich, spiel gegen dich mit so einer Dreckslatenz, du. Jetzt reicht's. Walla, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt bin ich hardcore sauer, Digga. Bitte, ich will nicht Torjubel machen. Bitte, ich will keine Torjubel. Ich will einfach nur spielen. Komm. Junge, was soll ich hier denn spielen? Was soll ich hier denn spielen, wenn's laggt? Was soll ich hier spielen? Bitte, Internet soll abbrechen. Bitte. Bitte, ich hab keinen Bock mehr. Erlöse mich, Telekom. Erlöse mich. Bitte, erlöse mich. Auf 10 Jahre später... Wow, er hat einen Pass gemacht. Wow, noch ein Pass. 10 Jahre später, es passiert einfach nichts, weil es laggt. Juppie, das Gameplay macht so Spaß. Ich glaube, meinen Zuschauern wird dieses Video echt sehr gefallen. Wow, 3 Pässe ohne, dass es laggt. Wow, Ricardo. Komm. Oh. Das kann nicht passen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Leben, es funktioniert einfach nichts. Ich nehme ab jetzt, wenn ich meine FIFA-Videos aufnehme, ne? Einfach stumm. Die Fresse halten. Ihr könnt meine Fresse angucken. Ich merke gerade, dass wir trotzdem den Titel geholt haben, obwohl wir unentschieden gespielt haben. Ich schwöre es euch. Das war echt anstrengend, Digga. Jedes Spiel war einfach kacke. Es hat mir einfach nichts gefallen. Das Team hat einfach nicht funktioniert, Digga. Keine Ahnung, was hier abgeht. Hauptsache, alle sehen jetzt, ah, John hat wieder schlecht gespielt. Kadem, Digga. Ich f*** seine Internetverbindung. Ja, Leute, Liga 4, wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach gar nichts. Ich merke eh, die FIFA-Videos kommen eh nur noch scheiße an. Keiner bewertet mehr. Ist auch besser so, Digga. FIFA, kein Bock mehr. Mal gucken, ob ich noch eine Folge drehe oder nicht. Wir sehen uns.
Leute, ich muss mich nochmal ganz kurz melden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video her ist, was ihr gerade gesehen habt, aber inzwischen bin ich in der Liga 3 und brauche noch 2 Siege bis zur Liga 2. Die Liga 4 habe ich diesmal komplett weggelassen, Freunde. Ich wollte einfach nur suchen, habe einfach gespielt. Ja, Leute, die Bilanz spricht für sich. Ich bin kein Pro-Spieler, das wisst ihr, also braucht ihr gar nicht mich in den Kommentaren aufzuregen. Ich habe heute 25 Spiele gemacht und habe nur 13 Siege rausgeholt. Ich habe am Stück gespielt, Digga. 6 Spiele davon habe ich, glaube ich, in der Verlängerung verloren, also beim Elfmeterschießen. Ich kann einfach keine Elfer schießen. Das ist so kacke dieses Jahr. Ich weiß nicht wieso. In diesem Video habe ich ja auch erwähnt gehabt, dass ich kein Food Champions Video bisher gemacht habe. Das liegt einfach daran, ich will erst meine Broke League One Serie fertig machen, dass ich in der Liga 1 bin und dann mache ich ein Weekend League Video. Ja, Leute, so sieht mein aktuelles Team aus. Oben links brauche ich nur noch einen Ronaldo. Ich überlege, Deco zu verkaufen, der ist 500k wert, dann habe ich 1.2 und dann fehlen mir immer noch 500.000. Aber ich weiß nicht, Deco ist auch geil, wenn ich den habe, dann ist das so eine geile Kette. Ich habe dann einfach Deco, Rui Costa und Ronaldo oben links, wisst ihr? Und oben rechts habe ich auch noch Quaresma und mit Agüero würde ich alles zerficken. In der Weekend League braucht man wirklich teure Spieler. Jeder Gegner ist krass. Jeder Gegner hat krasse Spieler. Jeder Gegner ist wie ein Pro, Alter. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Irgendwie ist dieses Jahr dieses Game voll zum Pro-Gamer-Game geworden. An dieser Stelle will ich mich bei Villan und Alper bedanken. Die haben mir auf Instagram geschrieben, dass sie mir Coins geben wollen. Und ich glaube, durch die habe ich 500.000 Coins mehr gehabt. Ich selber habe irgendwie in das Spiel 500 Euro investiert und habe am Ende nur 1,5 Millionen Coins gehabt. Dann habe ich eine Squad-Builder-Challenge mit Rui Costa gemacht und 500k flöten gegangen. Wie gesagt, danke nochmal an Villan und Alper. Die haben es mir ermöglicht, dass ich kurz davor bin, halt meinen Ronaldo kaufen zu können. Es fehlen halt noch 1 Million. Leute, ihr wisst, ich bin broke und ich bin der Letzte, der battelt. Aber falls ihr Coins übrig habt, schreibt mir einfach auf Instagram. Ich will mir Ronaldo kaufen. Nächste Woche kommt eine neue Wattespacken-Folge. Danke, dass du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wir sehen uns nächste Woche.